Karl Nordell ist zufrieden. Endlich hat er einen Job gefunden. Genau genommen ist es ein Praktikum, aber Karl gefällt es hier im Berliner Büro von Vice, einem Lifestyle-Magazin. Nach dem Studium brauchte der 26-jährige Schwede erst einmal viel Geduld. Zu dieser Zeit hatte ich schon haufenweise E-Mails an viele verschiedene Unternehmen geschickt. Das war alles sehr unpersönlich. Manchmal wusste ich nicht einmal, ob die E-Mail bei irgendjemandem angekommen ist. Es dauerte ewig, bis eine Antwort kam. Irgendwann habe ich es einfach aufgegeben. Stattdessen meldete sich Karl bei der neuen Jobplattform Somewhere an. Duncan Gough und sein Team wollen den bürokratischen Papierkrieg bei der Jobsuche beenden. Statt auf Formulare, Bewerbungsschreiben und Lebensläufe setzen die Macher auf Unterhaltsames. Viele Bilder, Like-Buttons und eine Chat-Funktion. Das Berliner Start-up versteht sich als Türöffner. Statt nach der Ausbildung oder dem Beruf fragt Somewhere nach persönlichen Interessen. Die Botschaft lautet: Persönlichkeit ist Trumpf. Alles andere kann man lernen. Bei den jungen Arbeitnehmern kommt der Kuschelkurs an. Der Zufallsgenerator schlägt ihnen Firmen aus dem Netzwerk vor. Nur, was genau dort eigentlich gearbeitet wird und welche Stelle zu besetzen ist, erfährt der Besucher oft nicht. Es ist wie eine Entdeckungsreise, denn die Entscheidung, wo du einmal arbeiten wirst, können wir nicht einem Algorithmus überlassen. Du musst es sehen und instinktiv darauf reagieren können. Die Arbeitswelt als bunte Spielwiese. Der Ansatz hat Zukunft, glaubt zumindest der Wirtschaftsinformatiker Ricardo Büttner. Denn wenn die Chemie am Arbeitsplatz stimmt, profitiere vor allem das Unternehmen. Zufriedene Mitarbeiter seien auch produktive Mitarbeiter. Das heißt aber auch, die Ansprüche an die Bewerber steigen. Fachliche Kompetenz ist das eine. Der Kandidat soll sich aber auch noch problemlos einfügen. In Team- und Unternehmenskultur. Der Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts ist schnelllebig geworden. Und vielfältig. Die klassische Festanstellung wird seltener. Zeitarbeit und Freiberuflichkeit nehmen zu. Der Arbeitsmarkt hat sich sehr liberalisiert und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch zunehmen, dieser Trend. Das heißt, dass das klassische Rekrutieren, einen Arbeitnehmer auszuwählen und dann für sehr lange Zeit, teilweise für viele Jahrzehnte oder das ganze Arbeitsleben, dass die dann im Unternehmen beschäftigt sind, das wird mehr zurückgehen. Die perfekte Arbeitskraft ist hochqualifiziert, schnell zu haben, schnell eingearbeitet und im Fall einer Auftragsflaute genauso schnell wieder entlassen. Plattformen wie Somewhere präsentieren sie auf dem Silbertablett. Auf dem digitalen Buffet pickt sich jeder heraus, was ihm gefällt. Die Zielgruppe ist klar. Also Somewhere als Plattform sehen wir im Prinzip sehr stark im Bereich kreative Jobs, die also nach außen gerichtet sind, wo Kommunikation und Selbstdarstellung eine große Rolle spielt. Die hübsche Fassade kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein begehrtes Gut gehandelt wird, und zwar international. Ich habe es nie als Wettbewerb gesehen. Für mich heißt es einfach, dass interessante Leute mit interessanten Unternehmen ins Gespräch kommen und das weltweit. Also gut, ich schätze, irgendwie steht man in Konkurrenz zu allen anderen in Europa. Du musst halt einfach gut sein in dem, was du tust und das finden, was dir am meisten Spaß macht. Für Karl hat es funktioniert. Er fühlt sich seinem Traumjob einen Schritt näher. Dass es nur ein Praktikum geworden ist, hat ihn nicht einmal überrascht. Er schiebt es auf die Branche und bleibt optimistisch. Das Internet hat die ganze Welt miteinander verbunden. Ich glaube, wir, die wir damit aufgewachsen sind, neigen eher dazu, sie zu erkunden. Wir betrachten es nicht als eine schwere Aufgabe, wir sehen darin eine Chance. Junge, flexible Menschen wie Karl haben gelernt, sich mit den Tücken des Arbeitsmarktes zu arrangieren. Plattformen wie Somewhere helfen ihnen dabei. Ohne es zu wollen, fördern sie damit aber auch die Schattenseiten der Liberalisierung. Viele fürchten, Festanstellungen könnte es bald nur noch in den Geschichtsbüchern geben. Aber wie auch immer die Zukunft der Bewerbung um einen Arbeitsplatz aussehen wird, die seit Jahrzehnten gültige Form mit standardisiertem Anschreiben und formatiertem Lebenslauf bekommt bunte Konkurrenz.